Hey Leute, ich bin's Fritz, bin unterwegs mit Fabian auf eine Geheimmission eingeladen von Ubisoft für das neue Computerspiel Ghost Recon Breakpoint. Wir haben einiges vor, Rettungsmissionen und so weiter. Wir sind gerade in einem fucking Helikopter, Leute, und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. In diesem aufwendigen Roleplay müssen Fabian und ich hinter feindlichen Linien eine Rettungsmission absolvieren. Die Landung mit dem Heli war nicht wirklich leise, deshalb werden uns die feindlichen Wolves bald auf den Fersen sein. Aber ein Ghost kennt keine Angst. Los geht's! Unser Einsatzgebiet umfasst einen Stausee und die umliegenden Wälder. Von der Landezone im Norden sollten wir uns zum stärker bewachten Staudamm im Süden bewegen. Doch auf dem Weg dorthin erwartet uns schon die erste Herausforderung. Okay Leute, wir haben folgende Mission. Hier sollen irgendwo zwei Ghosts verschollen sein. Wir sollen die retten. Wir warten jetzt erstmal auf weitere Anweisungen. Hier Mission Control. Feindliche Kräfte 200 Meter westlich. Tarnung einsetzen. 30 Sekunden Anschlag, geht über links rein. Ghost heißt nicht umsonst so. Trotzdem sollten wir weiterhin höllisch aufpassen und uns endlich mal einen Überblick über das Areal verschaffen. Die verschollenen Kameraden müssen schließlich irgendwo sein. Das scheinen diese Wolves zu sein. Ich weiß allerdings nicht so ganz, wie viele das sind. Die sind erstmal in Deckung. Ist aber kein Ding. Ich habe so eine Drohne dabei. Hinten drin? Ja, damit können wir einfach mal die Lage checken. Oh, das scheint ein riesen Waldgebiet hier zu sein. Aber ich sehe da hinten ein Signal. Warte mal kurz. Schau mal hier, da sind drei Gegner. Ein Signal. Das könnten die anderen Ghosts sein. Sie scheinen von mehreren Wolves bewacht zu werden. Das müsste genau hinter uns sein, in die Richtung. Ja. Ist klar, dann lass in die Richtung. Oder? Okay, dann los. Wir müssen so leise wie möglich vorgehen. Entdecken uns die Wolves, ist unsere Mission gefährdet. Da oben ist schon einer. Mhm. Pass auf, ich check mal die Lage. Drei waren es, richtig? Okay, das sind immer noch die drei Stück. Wir haben diesen einen hier unten, der ist direkt hinter mir. Ja. Und dann ist noch einer weiter oben, der müsste rechts von dir sein. Ja. Okay. Dann nehme ich doch den hier oben. Okay, genau. Ich nehme den unten. Dann müssen wir gucken, wie wir das mit dem in der Mitte machen. Dass die beiden auf jeden Fall leise ausschalten. Ja.
Schnelltüte frei? Ja. Komm her. Zentrale kommen. Alles klar. Haben beide Verletzte gefunden, sind leicht ansprechbar, aber ich glaube, wir müssen sie abtransportieren. Wo sollen wir sie hinbringen? Gut gemacht, Ghost. Position der Rettungszone 300 Meter nordöstlich, in T-10. Alles klar, das müsste die Freifläche da vorne sein. Ja, sehen Freifläche, transportieren die Verletzten jetzt ab. Ich nehme sie. Ja, alles klar. Der Evakuierungspunkt ist gar nicht so weit entfernt, aber mit einem voll ausgerüsteten Ghost auf den Schultern macht dieser Marsch nicht so viel Spaß. Sind am Rescue Point angekommen. Warten auf weitere Anweisungen. Achtung, feindliche Drohne gesichtet. Ablenkungsmanöver benötigt. Wurf vom Evac Point fernhalten. Da oben, das ist klar. Was ist der Plan? Okay, pass auf. Wir zünden die gleich und fahren hinten in den Wald rein. Ihr kommt klar? Okay, Unterstützung unterwegs. Bist du ready? Wir befinden uns in einem Tal. Komm hin. Wiederhole. Durch. Vergessen, hier im Tal. Klick jetzt rein. Wollen wir versuchen, da hochzugehen? Vielleicht haben wir da besseren Empfang. Ja. Alles klar. Ja, hier könntest du Empfang haben. Zentrale, komm hin. Rettungsoperation erfolgreich. Abholung der verletzten Ghost durchgeführt. Euer Status ist leider negativ. Zu hohes Feindaufkommen. Biwak erst morgen möglich. Übernachtung im Biwak nötig. Viel Glück, Ghost. Ja, müssen wir wohl wieder runter, hm? Gut, das sind glaube ich so 50, 60 Meter. Müsste gerade so vom Seil passen. Bist du ready? Ja. Hast du Höhenangst? Nee, ich habe angemessenen Respekt vor Höhen. Na komm, scheiß dir nicht ein, Mann. Dann runter. Das Abseilen ist die schnellste Methode, um unten nach einem passenden Biwakplatz zu suchen. Mir macht die Höhe ja nichts aus, aber Fabian ist da wohl etwas empfindlicher. Stopp. Was? Das lief gerade so gut. Warte, wir müssen ein Selfie machen und eine Story. Willst du mich verarschen? Du machen? Das, was mir das Gesicht runterläuft, ist nicht etwa Anstrengungsschweiß, es ist Angstschweiß. Auch in Erinnerung. Sachen, die tue ich für Liebe, das hier gehört nicht dazu. Ach. Give me a second. Lädst du es jetzt direkt hoch, oder was? Ich glaube, ich habe kein LTE-Netz. So, Leute, wir hängen hier eine Runde ab im Hintergrund. Fels ist am Start von da oben. Wir müssen jetzt aber weiter auf unserer kleinen Mission hier. Von daher, sehen wir uns später. Jetzt komme ich aus dem Gurt raus. Ich gehe vor. Warte, komm. Wo warst du? Geist, musst du noch ein Selfie machen. Wie lange willst du noch gehen? Dann sollen wir hier bleiben direkt? Ja, das mache ich jetzt noch mal. Okay, dann lass hier das Lager aufschlagen. Okay. Wir gehen morgen früh raus und dann warten wir auf einen Funk. Ja. Ja.
Ich weiß, der ist geliehen. Jetzt für Xbox One erhältlich. Erster Tag geschafft. Überlebt. Überlebt trifft's auch ganz gut. Leute, fettes Dankeschön an Ubisoft da draußen für diesen ersten Tag. Wir haben jetzt eine Nacht vor uns. Für uns startet morgen das weitere Abenteuer. Für euch geht's aber jetzt schon direkt weiter, nämlich bei Fabian auf dem Kanal. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Spiel Ghost Recon Breakpoint ist ab sofort verfügbar. Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt's auch mal ein fettes Gewinnspiel, also guckt da auch noch mal rein. Und wir werden jetzt ein bisschen uns schlafen können und sehen uns morgen. Wir sehen uns. Gute Nacht. Gute Nacht, John Boy.